In der wunderschönen Stadt Aachen hat Oberbürgermeister und CDU-Politiker Marcel Philipp angekündigt, dass er die möglichen Tariferhöhungen, die Erzieher erkämpfen wollen, 1:1 auf die Elternbeiträge umlegen möchte. Komisch, dabei sind die Elternbeiträge im bundesweiten Vergleich in Aachen doch sowieso schon relativ hoch. Sie sagen, Herr Philipp, dass sich die Stadt Aachen Tariferhöhungen nicht leisten kann. Wenn das so ist, warum haben Sie sich denn dann gerade das Tivoli-Stadion gekauft? Die Finanzsituation einiger Kommunen, die ist ja wirklich nicht gerade rosig. Aber Sie scheinen ja ganz gut aufgestellt zu sein, denn immerhin müssen Sie für Betriebskosten, Zins und Tilgung jährlich bis zu 1,6 Millionen Euro aufbringen. Und die Förderung des Profifußballs, die ist ja nun wirklich nicht Aufgabe der öffentlichen Hand. Aber Kindergärten, die fallen in Ihren Aufgabenbereich. Irgendwie wird man da das Gefühl nicht los, Herr Philipp, dass Sie Eltern und Erzieher gegeneinander ausspielen möchten. Nun, dieses Spiel werden wir nicht mitspielen, denn Erzieher verdienen mehr.